Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Nirol P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Green Drop Distance. Oh, ich gehe jetzt schlafen. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Rico schon das Ende der Welt erreicht, überraschenderweise. Und ja, zum Glück sind wir gerade pünktlich am Stürzen und jetzt sagen wir, machen jetzt erstmal mit Zohai weiter. Und zwar ohne, dass uns diese blöden Schafe hier einschläfern. Geht weg von mir. So, ich weiß nicht genau, was ich hier... Ach, da haben wir schon. Kann ich mal die Sonne hier ausscheinen lassen? Oh Mann. Wenn hier wieder so Schafe sind, dann habe ich keinen Bock zu kämpfen. Ja, das sind Schafe. Ich schläfe mich ein und das will ich gerade überhaupt nicht mit so. So, jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert, ist das doch viel besser. Sonne, komme heraus. Oh, das ist schön. Oh, muss ich niesen. Oh. Ah. Ah. Oh, oh nein, nicht ihr Viecher. Ja, ist deine eigene Medizin. Ich glaube, habt ihr mal immun dagegen, oder? Boah, ey, halt auf. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Was ist das denn oben? Oh, schön. Also, nee, Blitze sind nicht schön. Ist doch irgendwie schon, aber nicht so schön wie im Sinne von, die sind sicher oder so, die sind gefährlich, die sind verdammt gefährlich, dass ich nicht von Blitz treffen. Das ist voll nicht zu empfehlen. Oh Gott, warum ist denn jetzt auch schon wieder? Buff. Ha. Ja, schon wieder ein Spezialportal ist, ne? Ja, dafür. Ich werde gleich sowas von einem Wecker einsetzen, ne? So, wir machen das jetzt, wir werden jetzt hier in diesen Boah, weh. Bob, bum bum bum. Komm, wo. Ich werde aber jetzt so lange hier mit Zora weiter spielen, bis wir noch mal die Welt abgeschlossen haben. Mann, da ist eine Truhe da hinten. So. Mit Zora fehlen uns noch 8 Thron, also jetzt noch 6. Mit Rico fehlt uns noch eine. So, lass mich jetzt mal raten. Nein, okay. Das ist normales. Auf der Nase juckt die ganze Zeit. Das ist furchtbar. So, ich glaube, mit Zora sind wir auch gleich so in der Welt. Wenn wir mit Rico schon am Ende da waren, dann müssen wir ja mit... Oh, geht weg. Dann müssen wir mit ihnen ja auch gleich schon fertig sein. Boah, ich bin so ein Viecher. Und... Boah. Und... Oh. Und... Jawohl. So, gehen wir mal langsam hier raus. Ich will die Welt hier beenden. Oh Mann. Da war ich schon. Muss das. Warte mal, war gerade das Ding? Also doch mal. Soll ich ihn schon wieder mal sehen? Sonne erscheine. Sonne erwonne. Ein Wort, nee. Also Wonne ist ein Wort, aber nicht in dem Kontext. Nehme ich an. So, da sieht schon aus, als müsste ich dahin. Geht weg. Ich habe keine Lust mehr gegen euch zu kämpfen. Das hat mir ein bisschen zu krass stark. Wahrscheinlich offscreen hier trainieren müsste, weil ich nicht 40 Dreier Plasma. Ey, ich kriege ja die ganzen Angriffe, die ich hier per Traumfänger bekommen will. Ich per Traumfänger haben will.
brauche ich auch gar nicht mehr mitnehmen. Ich allein kämpfen, ey. Ja, irgendwie gereicht in dem Spiel. So. Das ist ein powerhafter Klang oder wie auch immer. Dann habe ich auch viel zu viel Restzeit, habe ich so das Gefühl. So easily you sink into the depths of slumber. Why are you here? Willst du mir etwa sagen, wir sind hier in einem Traum? Beautiful world, isn't it? Almost like a dream. Willst du mir etwa sagen, wir sind in einem Traum? Why are you following me around? You really haven't caught on? Or are you just assuming it's all part of your little test? I'm not part of the dream. And if you thought I was, then you're softer than they say. What? But this will all be over soon. Just who are you people? Sleep on and we will meet again. Hey! What does that mean? Irgendwie checkt Zora gar nichts in diesem Spiel. Ich höre den nur sagen, was ist los oder was hat das zu bedeuten? Oder bin ich hier in einem Traum oder was? Da bin ich in einer schlafenden Welt. Das ganze Spiel lang habe ich so ein Gefühl. Thank you, Zora. I can tell you found us a sound idea. Well, I guess we should try and put it to work. So, weiß wie man dirigiert. That's strange. Is one sound idea not enough? Don't worry. I've got a friend out there who will help. He's always picking up the slack for me. Ah, schön. Wow, the sounds are all joining together to make even more powerful music. Yeah. Two forces are better than one. Right, Riku? Okay. Can I get in there to fight that thing now? Yes. But Zora, I'll be fine. See you in a jiff. Doppelgrätsche. What is this? Ob ich das hier zweimal machen kann? Ja, ne. Okay. So, ist das Ding jetzt extra oder muss ich? Ja, das ist extra. Kommt unter Schallgrätsche. Dann fehlt uns nur ein Ding danach. Ja, unter Schallgrätsche. Wenn er Schallgrätsche fährt, für einen weiteren Stang, auf den Gegner durch die Luft schleudert. Das wollte ich nicht machen. Also ähnlich wie von Terra hier, dieser Sturmangriff. Klang ein bisschen anders. Okay. Dreierplasma, was war das? Bei drei Blitze auf Gegner, okay. Weiß ich nicht. So, fertig? Ja, ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Geh wahrscheinlich voll auf die Fresse. Ich meine, der Boss, der war nicht so leicht. Aber gucken wir mal. Die Welt der Musik betreten? Das ist das, oder? Ja, ne? Das war das, oder?
Also Sora ist vielleicht nicht so der hellste, aber anderen Viechern auf die Fresse geben, das kann er. Ich soll ihm folgen. Okay. Ach ja, das kommt auch noch. Zu viel rutsche und hole Höhlen ein. Na komm her. Autsch. Boah, Hilfe. Mache ich doch mal, aber der feuert mich hier ganz halt ab. Bam. Ich bin hier vorbei. Ah, komm mal her. Du bist auch ungefährlich, ja. Ich meine, der war nicht so einfach. Deswegen kommen wir ja. Ja, das bringt auf jeden Fall. Wohl so schwer ist er jetzt eigentlich nicht. Und die ganze Zeit diese blöden Sternchen. Die mir ein bisschen auf den Nerven. Ja, okay, ist gut. Ist auch noch angefasst. Und jawohl. Damit ist irgendwas vor, ich weiß noch nicht was. Was ballern? Voll einfach bisher. Würde ich mit dem Besen kaputt auch nicht. Was? Was ist denn hier noch? Besen oder was? Ich gegen Besen kämpfen. Und ich will dich platt hauen. Komm, bitte. Ich war gerade meine Sturzzeige ist sich gesenkt. Da, da, weil ich irgendwie einmal geblockt habe, habe ich noch wegblocken, oder? Ich weiß auch gar nicht. Mehr. Alter. Nein, Sterne knallen dagegen. Habe ich so das Gefühl. Weiß nicht, ob diese Musik so passt zu einem Bosskampf, aber... das... So lässt er sich ja voll fertig machen. Voll einfach. Das ist ja voll einfach, ey. Oder ich habe voll starken Angriff, da kann natürlich auch sein. Nein. Ich hätte teleportiert, hab ich gesagt. Aua. Alter, was soll das? Ich muss unter diese Dinger hier stehen, ne? Um nicht getroffen zu werden von der... Oder? Und sagt, lass mich wirklich hier kaputt hauen hier im letzten Moment. Ich wollte schon sagen, das kann er auch noch machen, ne? Wenn ich da nicht richtig hochgeheilt wäre, hätte ich Probleme gehabt. Au. Ja.
Ich muss einfach nur ein paar Angriffe ausweichen. Irgendwie hole ich den nicht ein. Nein. Nein, ist gut. Oh. Aber ja, nein, das darf doch nicht wahr sein. Vor allem vorbeigefahren. Wo ist er? Nein. Da will ich auf den Arm nehmen. Hör auf damit, Mann. Brutal, nein. Komm her. Buff. Nein. Jetzt aber. Buff. Aber hier ist bald ein neuer Sportsbonus. Gut, mein Gott, der war doch nicht so einfach am Ende. Aber nur weil ich den nie getroffen habe, der sich mal wegteleportiert hat, Mann. Oh, endlich sieht Mickey nicht mehr so wütend aus. Sora, don't know what I would have done without you. Oh no! Huh? The water! Oh, I'm in big trouble if I don't fetch it. See you real soon, Sora. Yeah, you know it. Ah, die Ironie. Kontrapunkt. Oh, ich hoffe, das ist stärker als das jetzige, was ich habe. So, dann haben wir mit Sora die Welt abgeschlossen. Es fehlen zwar noch ein paar Schatzruhen, aber was soll's. So, flinke Flitzer werde ich vielleicht im nächsten Part mal machen. Sag mal. Ja, ist nicht stärker, aber Magie ist stärker, also nehmen wir. Habe ich schon? Okay. Entschuldigung. Gut, dann stürzen wir noch ganz schnell und gehen zu Rico und seinen letzten Kampf in dieser Welt. Guck mal, die Katze ihn auch noch mal an, weil warum nicht? Einfach so, weil die war auch ein bisschen atemberaubend, finde ich. Dann bleibt uns danach nur noch eine Welt. Okay, wir wissen ja schon, was passiert, aber gucken wir noch mal. You waiting for me? Yes. The boy chosen by the Keyblade, Riku. Wer erfährt man das erst an diesem Zeitpunkt? Ich glaube, ich habe das schon viel früher irgendwie erwähnt, aus Versehen. Ich dachte, da wusste man schon vorher. You could not control, and your prize, the Keyblade, passed on to Sora instead. Your mistakes always end up being other people's problems. Maybe so, but I'm here to change all of that. Once again, you performed predictably,
although on a grander scale than I imagined. If you're feeling so chatty, let's skip to where you reveal what this is all about. Das wird mein Vater. I don't know how you did it, but you really have found a way to trap darkness inside your heart. And a boy who's immune to darkness is of no use to us. Well, there's some good news. Your abyss awaits. Ja, wortwörtlich, weil jetzt kommt der Teufel. Muss ja nicht theoretisch stärker sein als Ansem, Semnes und all die anderen Kollegen. Mann, es ist der Teufel. Die ultimative Dunkelheit. Dagegen hat Sea noch doch keine Chance, ja. Ja, aus Birth by Sleep meine ich. Oh Gott. So, jetzt versuchen aber ernsthaft gegen ihn zu kämpfen. Das Gute ist, der Kampf ist ein bisschen einfacher. Weil man könnte ja, glaube ich, auch mit Level 1 irgendwie durchkommen, weil man tut irgendwie fest, irgendwie Schaden machen oder Schaden bekommen. Deswegen. Boah. Wie heißt das Lied nochmal? Irgendwas. Irgendwas am kahlen Berg. Bald Mountain, irgendwas. Night at the Bald Mountain oder irgendwie sowas. Die Szene habe ich auch irgendwie gesehen. Ja. Oh Gott. Also hier wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich das beste Lied im Film. So ein Gefühl. Man sieht irgendwie nur den Teufel wieder irgendwie Seelen irgendwie so frisst oder irgendwie so weit oder mit denen rumspielt, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich eigentlich noch... Ach Mann. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man ganz nah an ihn rangeht, ohne halt irgendwas anzugreifen. Ich glaube, ich möchte den Kampf auch ein bisschen hinausziehen, allein schon wegen der Musik. Guck ich das mal an, ey. Voll episch. Aber leider hat hier so ein Sturzkampf ist, ist das sehr viel einfacher. So ein normaler Bosskampf. Nur sein, dass das Thumbnail wird, ich weiß es nicht. Eigentlich schon erwähnt, wer das ist, dem wir gerade begegnet sind. Ich muss mich hier die ganze Zeit hier zurückhalten, den Namen nicht zu erwähnen. Au. Au. Habe ich gesagt, der Kampf ist nicht schwer. Oh Gott. Oh, die machen mir dauerhaft Schaden, merke ich gerade. Mann, geh weg von mir, ey. Ey, weil ich den nicht runtergekriegt habe. Jetzt war direkt tatsächlich neu in diesen Kampf, ey. Weil ich diesen Pisser nicht abschütteln konnte. Boah. Das war einfach nicht wahr sein. Ja, ey. Gut, pass mal auf eben. Aber ich war seine. Komm her. Hat er nur drei Schläge aushält, ne? Bist du denn für ein Teufel, ey? Drei Schläge von irgendwas, was eine Größe von einem Moskito hat. Hat ein schwacher Teufel, war der im ersten Teil schon ein bisschen hartnäckiger.
Da hat er noch nicht mal irgendwie zusammengezuckt, wenn man ihn irgendwie angegriffen hat. Weil der hat Schaden bekommen, weil er hat nicht zusammengezuckt. Na komm. Hat X schon gesehen, ja. So, jetzt bist du dran. Oh Gott. Night on the Bald Mountain. Dies glaube ich das Lied. Richtig episches Lied. Nein! Kriegt den hier nicht weg. Ich kann ja aber auch nicht angreifen, weil die nicht anvisierbar sind. Nein, pass mich nie an. Belästigung. Mal jetzt nicht schon wieder. Na, warte. Der Kapazität wollte schon sagen. Rico hat noch nicht so viele wie so. So haben wir mal den Teufel erledigt, ne? Wenn wir uns jetzt was anhaben. Ist mal ehrlich. Thank you, Rico. Say, can we try out that sound idea? Wer könnte das wohl sein? Was amazing. What happened? Sora. Sora? Funny. Just hearing that name kind of makes me want to smile. Yeah. That's how he is. What do you know? Riku and Sora. The sound ideas you two set free joined together. And when they did, they made a great and powerful harmony. Sora can find the brightest part of anything and pull off miracles like there's nothing to it. It's pretty hard not to smile around him. Wow! No wonder the music sounded like so much fun. But I bet he's got you to thank for that. Having such a good friend means he could really enjoy it. Huh? It's like each of you is holding on to a little part of the other. Your hearts are always in tune, so they're free to sing. Gosh, I hope I can be part of the team someday. You will. Trust me. Good. Einheit abgeschlossen wieder. Noch eine übrig. Na, Schlüssel später auch bekommen wir. Sorry. Awkward.
Krassen Augen sind geschlossen. Master Yen Sid? Gosh, do you think he'll be able to do it? It's clear you cannot teach a cat to bark. But Merlin and the three good fairies are aiding him in a place that's more temporally flexible. My hope is that he can at least learn to wield it. He certainly has fire, so I suppose it depends now on how strongly it burns. Oh. But what about Sora and Riku? Well, if we are running on the assumption Xehanort knew what we were planning, then he still would need to have been there. Back in the very place and time when the Destiny Islands were lost to darkness. Otherwise, Sora and Riku would have been beyond his reach. Gee, do you really think it's possible Xehanort could have planned things that far in advance? No, as a matter of fact, I do not. But what if he did the same thing as Sora and Riku did, and he jumped through time? For that to work, a version of himself would have had to exist at both source and destination. Not even Xehanort can transport his whole body across vast reaches of time. Oh no. I remember, Xehanort did give up his body. It was a version of him that was possessing Riku. No, it cannot be. Could he be that cunning? Possess that kind of foresight? If it's all right with you, can I go help Sora and Riku out? How? You cannot enter the world of a dream. Where will you go? If Xehanort really is behind all this, then they won't stay in the dream worlds forever. Eventually, they're gonna reappear somewhere that we can go reach them. And we can even probably guess the place. Follow the hearts, and you'll find the way. That's something Master Aqua told me once. We're going too! Aw, fellas, you're my best pals, but this time, I really do need to go it alone. Dieses Mal. Du meinst so wie jetzt andere Mal auch? If something were to happen to Sora and Riku and me, why, you'll be the only ones left to keep this world safe. Mickey, I was not able to locate Sora, but I sense Riku's presence in the realm between. Trust your heart. And I know you will find him. Thank you. I promise I'll bring them both back safe and sound. Okay, die Macht der Musik. Aber von wo denn? Nur deutlich mal, wo wir als nächstes hin müssen. Das sieht doch bekannt aus, ne? Das ist nämlich die Welt, die niemals war. Ja, von Kingdom Hearts 2, beziehungsweise die Welt, wo das Hauptquartier der Organisation 13 war. Und ich weiß noch nicht, was ich als nächstes machen werde. Vielleicht werde ich im nächsten Part mal versuchen, ja, flinke Flitzer zu machen. Ja, das hier, das ist ja dieses Turnier in Traverse. Weil da könnten wir auch mal hier anfangen. Und ja, bin ich mir aber noch nicht sicher, was wir machen. Ich glaube, ich werde bis Level 40 so trainieren, weil die Welt, die niemals war, die ist natürlich die letzte Welt und dementsprechend auch schwierig. Und ja, na schauen, was wir als nächstes machen. Jetzt nicht vorgehe und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, ich beende mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, weil was wir auch immer als nächstes machen. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.